Micha hier, ein neues Pick of the Week. Heute mit einer sehr interessanten Folge. Ich freue mich sehr, das Announcement machen zu können. Wir sind wie immer im Gate Store 194 Berlin. Der Laden müsste jetzt schon wieder aufmachen, beziehungsweise wir machen am 13.07. wieder auf. Wir freuen uns natürlich, euch hier zu haben. Ich stelle euch heute Heron Preston vor. Ein additional Brand in unserem Brandportfolio. Wir freuen uns natürlich extrem darüber. Ist ja natürlich in dem Instagram, Streetwear, High-End, Fashion-Bereich eine etablierte Marke. Gehört zur NGG Group auch. Ich hatte ja in den vorherigen Videos schon mal ein bisschen was darüber erzählt. Heron Preston als solches ist Content Creator, Creative Head, DJ, Modedesigner, hat einen BBA-Abschluss auf der Parson High School abgeschlossen im Fachbereich Design. Genau, war lange Zeit in der Vergangenheit mit Kanye auch unterwegs, gehört zur Kanye Crew, hat sich 2012 mit dem Kollektiv um Matthew Williams auch zusammengeschlossen, hat dann das Kanye West Merch zusammen entworfen, ist Part von Wien Trill damals gewesen, also es war schon eine Bande. Ich blende euch hier mal die Crew-Bande von Wien Trill ein, legendär damals schon gewesen. Genau, hat sich da so voll etabliert und reingesteigert, hat sich dann irgendwann dafür entschlossen, nachhaltige Kollektionen zu entwerfen, und 2016 hat er dann mit dem NYC Department zusammen eine Kollektion aus Fabrics entworfen, die eben komplett recycelt waren. Die war komplett ausverkauft. Daraufhin hat er sich entschlossen, die gleichnamige Brand Heron Preston zu gründen und ist dann 2017 in Paris mit seiner ersten Modeschau an den Start gegangen. Was kann ich euch noch erzählen zu der Thematik? Er ist lasst mich nicht lügen, San Francisco, glaube ich, geboren. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr es wisst. Ist aber dann nach New York gezogen und da hat halt sein ganzer Boom angefangen. Dann kam halt retro-perspektivisch betrachtet eben der Zusammenschluss mit Kanye und den weiteren Design-Heads zusammen. Genau. Zu Heron Preston als solches. Es ist natürlich eine relativ Instagram-driven Brand, die halt viele Design-Ansätze hat, die sehr im Lifestyle-Segment basieren, sprich auf Events sind die sehr präsent, die Jugendkultur Gen Z ist da sehr, sehr, sehr dahinter und pusht das Ganze auch. Man merkt auch so den Approach von den jüngeren Leuten, da ist Heron Preston immer voll dabei, etabliert sich voll, gehört zur NGG Group. Virgil hat ihn damals mit zur NGG gebracht, die haben sie 2017 vorgestellt, dann ist er unter das Dach dieses Unternehmens gekommen und so konnte er halt davon profitieren, von dem Netzwerk. Zu NGG gehört ja auch Off-White, Ambush und vieles mehr. Dazu hatte ich euch ja auch schon vieles gesagt. Er hat immer den Kranich so als Signal Animal mit auf seinen Pieces. Wir blenden euch hier natürlich auch gleich noch unsere Teile unserer Selektion ein. Es ist sehr Jersey-lastig. Er hat auch viele Collabs schon in der Vergangenheit gemacht. Unter anderem, was ich auch noch sagen muss, er war auch Art Director bzw. Content Creator für Nike eine ganze Zeit lang. Hat somit da die ersten Brücken schlagen können, was ihm halt dann in den darauffolgenden Jahren sehr geholfen hat, um auch die eigene Collab an den Start zu bringen. Hat jetzt die Kampagne mit Calvin Klein auch gepusht, war eine Heron Preston, Calvin Klein Collab, waren auch alle Promis mit dabei, Lil Uzi Vert, Front Face und ganz viele andere Artists. Also ihr wisst ja, ich muss euch dazu nicht viel erzählen. Wir sind natürlich auch dran, direkt mit Heron was auf die Beine zu stellen. Es wird uns natürlich sehr freuen, wenn er hier auch nach Berlin kommt und wir mit ihm ein Event hosten können. Die Klamotten launchen in den nächsten Wochen. Wenn sie schon online sind, wenn das Video online ist, findet ihr die in den Kommentaren. Wenn nicht, füge ich sie im Nachgang ein. Sollte aber alles funktioniert haben. Und ansonsten würde ich euch im nächsten Schritt kurz mein Outfit vorstellen. Also von unten nach oben, ich trage Suicoke Moto Caps. Für den Sommer relativ geil, ne? Kann man barfuß aber mit Socken tragen. Ich bin immer eher der Sockenträger. Dann habe ich eine Double Taps Cargo Pant in kurz. Relativ leicht feiere ich hier mit noch dem
aufgenähten Double Taps Logo und ein Maharishi Embroidered Hoodie aus der jetzigen Season schon. Genau. Ansonsten trage ich meinen Schmuck und wäre sonst auch schon fein raus. Ich danke euch, haut rein, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao.